Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, heute zeige ich euch, wie Sie mit OpenOffice Calc ja, die Daten in der Tabelle angeben können und auch bearbeiten können. Also wir legen sofort los, indem wir einfach unsere Tabelle hier, wir können nochmal ein neues Tabelle-Dokument einfach aufmachen und dann können wir einfach loslegen, indem ich einfach euch erkläre, was Sie haben, was Sie in einer Tabelle einfach so haben. In einer Tabelle und einem Dokument haben Sie drei Tabellen, wie Sie einfach hier unten sehen. Das ist die Tabelle 1 von 3, Tabelle 2 von 2 und 3 von 3. Also wir haben insgesamt drei Tabellen, aber wir können noch weitere Tabellen einfach hinzufügen oder löschen oder verschieben und kopieren, anfügen, wie wir einfach wollen. Und heute möchte ich, wenn Sie das noch nicht gesehen haben, dann appelliere ich euch, meine anderen Videos einfach anzuschauen. Weil das Thema habe ich schon erklärt und von daher möchte ich euch einfach noch erklären, wie Sie einfach die Daten angeben können und auch bearbeiten können. Und auch mit dem Menü habe ich schon erklärt, also wir geben einfach die Daten aus. Entschuldigung. Wir schreiben zum Beispiel Jan und dann. Sie sehen schon, wir markieren die Stelle und dann ziehen wir einfach nach unten und dann haben wir einfach die weiteren Sachen hier, die wir einfach haben wollten. Und von daher können wir einfach loslegen, indem wir bearbeiten. Wir können zum Beispiel die Schriftart einfach ändern. Momentan ist es Arial, aber wir können eine andere Schriftart einfach hier nehmen, die uns einfach gefällt. Sie sehen einfach, wie viele Schriftarten wir drin haben. Und von daher nehmen wir zum Beispiel diese Verdana, ist auch schön. Und wir können unsere Schriftgröße einfach nochmal größer machen. Momentan ist es auf 10, wir können auf 20 erhöhen. Und wir können auch uns entscheiden, ob wir uns fett oder kursiv oder unterstrichen lassen wollen. Und die Ausrichtung können wir einfach hier links horizontal zentriert und wir können auch rechtwinklig oder als Blockseite auch formatieren, bearbeiten. Und wir haben auch die Möglichkeit, einfach mit unserer Umrandung auch zu ändern, wie wir haben. Sie sehen, wir haben verschiedene Umrandungen hier. Wir wählen einfach eine Umrandung, die uns am besten so gefällt und dann wird es einfach geändert. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, die Hintergrundfarbe einfach zu ändern, wie wir einfach wollen. Zum Beispiel, wir nehmen die Hintergrundfarbe schwarz und die Schriftfarbe bleibt einfach weiß. Aber wir können diese Schriftfarbe auch ändern. Wir können zum Beispiel die gelbe Schriftfarbe oder eine andere Schriftfarbe nehmen, die uns am besten so gefällt, also solche Schriftfarben. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, unsere Zeile einfach, ja, unsere Zeilehöhe zu anzustellen oder unsere Spaltenbreite einfach anzustellen. Wenn wir das machen wollen, dann ziehen wir einfach so und sofort merken Sie einfach, es ist einfach anders geworden und Sie können nochmal ja, Ihre Schriftgröße und alles nochmal genau schreiben, wie Sie einfach wollen. Und wir wollen jetzt in dieser Tabelle weitere Sachen zum Beispiel angeben. Ich zeige euch, wir schreiben zum Beispiel Kanu hier und wir schreiben zum Beispiel Boote hier. Und auf den nächsten Tabellen schreiben, auf den nächsten Spalten schreiben wir zum Beispiel ja, Motor oder keine Ahnung, also Motor schreiben wir. Und genauso können wir E-Mail bearbeiten, wie ich euch eben beigebracht habe. Sie markieren entweder mit der Steuerung-Taste, dann drücken Sie einfach drauf. Anzählen können Sie natürlich auch bearbeiten. Ich zeige euch jetzt. Dann gehen Sie wieder auf Arial, dann suchen Sie einfach eine Schriftart aus. Und dann die Schriftgröße können Sie auch aussuchen. Und natürlich können Sie sich auch entscheiden, ob es zentriert wird oder linksbündig oder rechtsbündig oder als Blocksatz. Ja, ob Sie das haben wollen. Wir lassen momentan auch zentriert. Und Sie können auch die Hintergrundfarbe einfach so ändern. Wir können auch lassen in weiß. Und die Schriftfarbe können wir zum Beispiel in gelb lassen oder in eine andere Farbe. Sie sehen schon, wir haben verschiedene Farben, die wir einfach ändern können. Und wie gesagt, die Schriftfarbe können wir noch mal höher machen, wenn wir wollen. Und natürlich haben Sie auch diese Möglichkeit, einfach Ihre Zeilenhöhe und die Schrift, nicht die Schrift, also die Spaltenbreite einfach noch mal zu ändern, wie Sie einfach wollen. Und genauso können Sie einfach auch hier ändern und hier können Sie einfach die Daten zum Beispiel angeben, zum Beispiel 12 und unten können Sie zum Beispiel
9 angeben, 6 angeben oder 4 und weitere Zahlen können Sie einfach so angeben, wie Sie wollen und von daher sehr, sehr einfach. Sie geben einfach, wie Sie wollen, welche Zahl Sie haben wollen und was Sie haben schon ja, etwas im Kopf, was Sie zum Beispiel machen wollen, geben Sie einfach die Zahlen und genauso sollten Sie einfach auch hier einfach die Sache markieren, der Störung-Taste und dann drücken Sie drauf. Aber Sie können auch weitere, Sie können zum Beispiel die beide auch bearbeiten, wie Sie einfach wollen. Oder Sie markieren die drei, also von daher, Sie markieren jetzt mal nur die zwei und dann können wir auch bearbeiten, wie wir haben wollen. Also die Schriftart können wir zum Beispiel eine andere Schriftart auswählen und von daher, wir nehmen ja, wir gucken einfach, was uns so am besten so gefällt. Deutsche Schriftarten und die Schriftgröße lassen wir auf 20 zum Beispiel. Wir können zum Beispiel ein bisschen fett machen und natürlich haben wir auch die Ausrichtung zu machen und die Hintergrundfarbe können wir zum Beispiel ändern in eine andere Farbe. Sie sehen schon, was wir machen können. Die Schriftfarbe können wir natürlich auch ändern in schwarz, nee, nicht in schwarz, es ist jetzt in schwarz, in blau können wir zum Beispiel ändern. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, mit der rechten Taste einfach drauf zu drücken und dann zählen, formatieren, dann gehen Sie einfach hin und dann können Sie einfach alles auch hier formatieren, wie Sie wollen. Also zum Beispiel die Schriftart können Sie zum Beispiel hier formatieren. Ich zeige euch, also dann suchen Sie sich eine Schriftart einfach hier und unten sehen Sie, wie es aussehen sollte. Und Sie können sich auch entscheiden mit der Schriftgröße einfach hier. Wir machen nochmal jetzt 6 und 3, 24. Und wir haben auch die Möglichkeit, mit dem Schrifteffekt einfach ein bisschen zu ändern. Sie sehen schon, wir haben viele Schrifteffekte einfach hier. Wir suchen uns zum Beispiel einen Schrifteffekt und dann sagen wir, wir wollen zum Beispiel mit Kontur und mit Schatten hier. Und wir wollen zum Beispiel eine Doppel Unterstreichung haben und Sie sehen schon die Ausrichtung können wir uns einfach entscheiden. Es ist schon zentriert, das ist schon gut, aber wir hätten auch mit Winkel einfach machen können. Mit Umrandung haben wir auch entschieden. Wir könnten zum Beispiel sagen, nee, wir wollen zum Beispiel eine dicke Linie haben und dann können wir zum Beispiel sagen, ja, die Linie wollen wir einfach mit Schatten auch haben und die Farbe können wir einfach hier uns entscheiden. Also wir haben verschiedene Farben. Also, das ist nicht nur die schwarze Farbe oder keine Farbe, wir haben wirklich viele Farben. Und die Hintergrundfarbe können, es ist momentan gelb, aber Sie können zum Beispiel ändern in Rot, wie Sie haben wollen. Und Sie können natürlich auch Ihre Zellen einfach schützen, wie Sie wollen. Wenn Sie fertig sind, dann drücken Sie auf OK. Und sofort merken Sie einfach hier, wir haben alles geändert. Und so können Sie einfach Ihre Sache formatieren, ändern, wie Sie wollen. Und von daher freue ich mich, dieses Video mit euch geteilt zu haben.